So, Open House Season 1, Episode 2. Massi Jacobi von Rubidia im Vertrieb bei Schnittpunkt zeigt euch heute Studioautomation, Integration mit KI und Virtual Reality. Er hat eine Reihe von fertigen Produkten, die auch schon im Dauereinsatz sind, und er entwickelt regelmäßig neue Sachen, auch individuelle Kundenlösungen. Massi zeigt euch gleich ein paar Sachen. Er ist ein Mastermind der Automation und es wird sehr spannend werden. Viel Spaß dabei. Hi, mein Name ist Massi Jacobi, bin der Geschäftsführer von der Rubidia GmbH. Und ja, wie bereits Michael angekündigt hat, beschäftigen wir uns mit autonomen Kamerarobotik. Und das Problem zeige ich mal hier zunächst. Wie ihr seht, es gibt nicht nur technische Probleme, sondern auch menschengemachte Probleme in der Medienproduktion, aber nicht nur. Das heißt, wir alle kennen das, dass da jemand umrammt wird, ein Kabel irgendwo hängen bleibt, die Schärfe nicht richtig gezogen wird und. Des Weiteren haben wir aber auch in der Medienproduktion ein anderes Problem, und zwar sind das die Kosten. Das heißt, um ein kleines Video zu produzieren, braucht man ein Riesenteam, und das treibt natürlich die Kosten in die Höhe. Und hier haben wir uns von Rubidia Gedanken gemacht und dafür die Lösung uns erarbeitet. Das sieht nämlich so aus: Wir haben autonome Kameraroboter entwickelt, die auf einer KI-Plattform, die auch von uns entwickelt wurde, basiert. Wir haben bereits 2019 die ersten Versuche auf der IFA 2019 auf dem NTV-Stand gemacht. Da wurde mit dem Roboter über dem Roboter berichtet. Und wie ich das bereits gerade eben gesagt habe, haben wir eine AI-Plattform entwickelt, die sich sowohl um die Kameraführung als auch andere Aspekte wie beispielsweise den Fokus, den Videoschnitt, Teleprompting und so weiter und so fort kümmert. Und das Ganze führt dazu, dass man einerseits die Kosten senkt, andererseits effizienter ist, weil man 24/7 arbeiten kann und eben damit auch die Menschen ein wenig entlastet. Das heißt, die stehen dann am Set jetzt nicht so unter enormem Druck. Warum können wir das? Naja, unser USP sieht folgendermaßen aus: Wir haben bereits zahlreiche Patente eingereicht, unter anderem auch ein Patent, internationales Patent für unsere Kamerabewegung. Das heißt, diese Fahrt ist eine sehr vermenschlichte Fahrt. Das heißt, wir können hier an der Stelle zum Beispiel, kann der Roboter erkennen, ob das jetzt eine romantische Szene ist, ob das eine Action-Szene ist oder eben halt ein Horrorfilm, und kann dann dementsprechend die Kamerabewegungen anpassen. Dafür haben wir auch bereits zahlreiche Pilottests gemacht, mit unter anderem auch hier namhafte TV-Sender, und waren halt in verschiedenen Sektoren und haben über 5 Jahre Erfahrungen in verschiedensten Bereichen gesammelt und stetig die Software und die Hardware angepasst. Ich sagte gerade eben Software und Hardware. Das ist auch genau das, was uns von den Mitbewerbern unterscheidet. Wir haben selber zunächst die Software entwickelt und haben auch Hardware-Komponenten entwickelt, damit wir auch verstehen können, wie die Software mit der Hardware harmoniert. Und dann haben wir es hinterher skaliert und haben die Plattform auch für Hardwarehersteller, für Drittanbieter ermöglicht, sodass wir zunächst die ganzen Sensordaten bekommen. Dafür ist es irrelevant, ob das jetzt eine Canon-Kamera ist, eine Sony ist, ein Blackmagic, Arri, was auch immer. Das wird durch Sensoren über unsere eigenen Schnittstellen in die AI-Plattform quasi weitergeleitet. Die AI-Plattform verarbeitet das Ganze und schickt das dann wiederum an die Robotik, an die Akteure sozusagen. Und wir können nicht nur beispielsweise die KI dafür einsetzen, dass wir dann ein Tracking-System betreiben, sondern auch die Regelparameter AI-basiert betreiben, sodass das Ganze sehr prädiktiv ist. Das heißt, dass die Schätzungen, wie die Kamera, wie sich die Person bewegt und wie die einstellende Kamera sein sollte, das ist auch komplett AI-basiert. Wir können das, weil wir verschiedene Partnerschaften haben in verschiedensten Bereichen, im universitären Bereich
haben wir unter anderem eine Partnerschaft mit der RWTH Aachen. Wir sind auch eine Ausgründung aus der RWTH Aachen und mit denen haben wir bereits zahlreiche Projekte gemacht. Unter anderem haben wir auch zwei vollautonome Kameraeinheiten von Pika auf entwickelt, die wir demnächst, also in naher Zukunft, releasen werden. Und die RWTH Aachen nutzt auch bereits seit anderthalb Jahren unsere Systeme für deren Forschungszwecke und auch Vorlesungen. Eins der Produkte werde ich auch gleich live vorführen. Auf der industriellen Seite haben wir Partnerschaften mit unter anderem ARI, IGOS, Prompter People und Canon. Und auf der Entwicklungsseite, wir sind zertifizierte NVIDIA-Entwickler und haben auch Partnerschaften unter anderem mit Fraunhofer-Institute. Sie können das Produkt über unsere Distributoren und Händler beziehen, unter anderem Teltec, Schnittpunkt, Nefal, TV und als Systemausstatter kommen da Quest und MCI in Frage. Ja, nun würde ich sagen, wir zeigen zunächst mal die kleinste Einheit, nämlich das, was für im Education-Bereich von uns aus gedacht ist. Das heißt, wir haben insgesamt drei verschiedene Kundensegmente. Das erste sind halt professionelle Produktionsanstalten wie TV-Sender und Co., wo wir unsere vollautonome Kameraroboter einsetzen können oder aber auch eben andere Systeme, was ich auch gleich hier zeigen werde, unter anderem Slider-System, der sich dann auch für virtuelle Anwendungen eignet. Dann haben wir die ganzen Projektstudios. Dafür haben wir zum Beispiel Systemkameras automatisiert, sodass man jetzt nicht nur eine PTZ nutzen kann, sondern auch Full-Frame-Kameras, beispielsweise die C70 oder FX3, FX79, wie auch immer. Die kann man auf den Drone packen und das Ganze auf dem Schienensystem. Und dann kann man tatsächlich nahezu aus allen Kameras eine PTZ-Kamera machen mit unserer AI-Plattform. Und dann haben wir noch mal ein Kundensegment, das ist im Bereich der Education, das heißt Veranstaltungen, Vorlesungen und. Und da haben wir wirklich sehr, sehr ausführlich mit der RWTH Aachen das System zusammen entwickelt, sodass der Dozent dann sagen kann, ich bin fokussiert, ich habe 3-4 Knöpfe, kann das gerade bedienen, weil ich ansonsten in meinem Tunnelblick drin bin. Und dafür haben wir das System dann halt auch so ausgelegt, dass das funktioniert. Und nun würde ich sagen, führen wir eins der Systeme vor. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier so viele Anrufe gerade bekomme. So, dazu funktioniert das System folgendermaßen. Also unsere Software ist aktuell eine IP-basierte App, das heißt, Sie geben im Browser einfach die IP-Adresse und dann öffnet sich hier das Feld. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Dazu gibt man hier verschiedenste Rubriken auszuwählen. Zum Beispiel habe ich hier den Slider, Pedestal, Moving Head und Kamera. Und wenn man das ausgewählt hat, dann kann man hier drunter die weiteren Rubriken auswählen. Beispielsweise, wenn ich jetzt ein Moving Head ausgewählt habe, dann kann ich sagen, ob ich jetzt ein Ronin möchte oder ob ich zum Beispiel die Canon, das ist in der PTZ, ist ja auch an sich direkt noch ein Moving Head. Und so unterstützen wir dann halt verschiedene Serien der jeweiligen Rubriken. So, ich habe gerade hier Canon als Default ausgewählt. Ich klicke auf Set und dann ist das System sofort da. Und hier kann ich zum Beispiel, man sieht, ich bin relativ klein hier auf dem Bild zu sehen und wenn ich das hier klicke und auf den Play-Knopf drücke, dann fängt das System an zu arbeiten und wenn ich mich bewege, dann sehen Sie, dass die Kamera mir folgt. So, ich kann natürlich auch den goldenen Schnitt hier bestimmen, das heißt, wenn ich mich jetzt hier ausgewählt habe, ich gehe mal ein bisschen, ich zoome mal ein bisschen rein, damit man mich besser erkennen kann. So. Und kann mich dann nun tracken lassen. Natürlich kann ich auch hier die Geschwindigkeit anpassen.
Das heißt, wenn ich mich jetzt schneller bewegen sollte, dann folgt mir die Kamera dann dementsprechend auch schneller. So, dann gehe ich jetzt her und sage, ich würde gerne im goldenen Schnitt bleiben wollen. Dann bringt mich die Kamera genau dahin, wo ich sein möchte. Und wenn ich mich dann bewege, dann behält die Kamera immer die Position. Also das Ganze ist im goldenen Schnitt. Danke, Micha. So, dann gehen wir nochmal rüber und ich zeige Ihnen die Hardware, wie das Ganze aufgebaut ist. So, hier sehen wir, ich habe auch vorhin von dem Schnittsystem gesprochen. Wir haben hier gerade ein Stream Deck, wo man dann sehen kann, welche Quelle gerade aktiv ist. Und daneben haben wir einen Sensor. Und sobald ich mich vor dem Sensor begebe, hat man gesehen, dass das System umgeschaltet hat. Das heißt, wenn ich mir da weggehe von dem Sichtfeld des Sensors, dann schaltet er wieder auf die nächste Kamera. Wofür braucht man das? Naja, bei den Vorlesungen, wenn der Dozent am Pult steht, dann möchte er gerne das zeigen, was er gerade da auf dem Laptop macht. Und wenn er weggeht, dann sollen die Studierenden den Professor samt Leinwand dann immer zu sehen bekommen. Das System ist relativ einfach aufgebaut. Das heißt, man hat lediglich diese Kiste, einen Knopf und zwei Kabeln. Das heißt, einmal ein Kamerakabel, was hier verbunden wird, und einmal Stromkabel. Und dann ist man wirklich fertig und kann dann arbeiten. Hier haben wir allerdings noch weitere Kabel angeschlossen, weil wir das nicht nur für diese einfachste Konstellation nutzen, sondern aktuell haben wir auch hier unser Slider-System. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier ein Schienensystem, das ist von uns entwickelt in Zusammenarbeit mit der Firma Egos und haben dann eben aktuell hier ein Ronin RS2 und die Blackmagic drauf. Und dann zeige ich Ihnen, wie man das Tracking-System auch hierfür nutzt. Und dann senden wir auch direkt die 3D-Daten an Unreal Engine. Und da kann man auch gleichzeitig sehen, dass wir in Echtzeit sowohl die reelle als auch die virtuelle Kamera samt Sliderfahrt generieren können. So, dazu wähle ich jetzt irgendein Objekt aus, von mir aus dieses Licht, was im Grunde genommen relativ schwer ist, und klicke hier auf Start. So, und dann müsste man auf Unreal Engine auch die virtuelle Fahrt direkt erkennen können. Dann mache ich Folgendes. Ich lasse jetzt den Slider fahren. Das heißt, wir machen eine Art Parallaxfahrt und ich kann hier den Freiheitsgrad hier so ein bisschen begrenzen und starte das System. So, nun fährt der Slider hin und her und wir sehen hier gerade eine Parallaxfahrt. Und wie man hier sehr schön erkennen kann, ist das System wirklich pixelgenau kalibriert. Bitte? So. Wir stehen ziemlich nah an das Objekt, deswegen kann man, glaube ich, die Parallaxfahrt in Unreal nicht ganz so gut erkennen. Aber man sieht vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das Bild hier auch noch zeigen können. Von dem Laptop? Wahrscheinlich nicht. Ist im Bild? Okay, super. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier den goldenen Schnitt nochmal ändern. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier das Bild haben möchte, dann geht die Kamera genau dorthin und trackt gerade von dort aus die Szene. Und dann müsste man auch in Unreal Engine, ich kann es gerade nicht sehen, hat sich das wahrscheinlich so ein bisschen geändert. Aber damit man den Unterschied besser sehen kann, switche ich einfach hin und her. Genau, und so kann man hier auch verschiedene Hardware-Devices einfach integrieren. Und man hat sozusagen die gesamte Produktionspräferie aus einer Hand. Das heißt, wir haben verschiedene Slider-Systeme, sowohl unsere eigenen Slider als auch Slider von Drittherstellern. Wir haben auch die Elektronik selber entwickelt, das heißt auch für den Ronin haben wir dann selber so eine kleine Box entwickelt, wo die Elektronik mit drin ist und wir sind halt in der Lage, verschiedene Protokolle, die wir für unterschiedliche Devices selber entwickelt haben, zu nutzen, damit man dann halt bestehende Gerätschaften intelligenter macht und sich nicht komplett nochmal neu einrichten muss. So. Ja. Ich hoffe, das war bis hierhin verständlich und wenn Fragen sind, gerne stellen und bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit.